drei Level gemacht. Wollte sich halt auch ein bisschen lohnen, wenn man da reingeht. Wenn jetzt wirklich ein harter Bosskampf kommt, es sieht schon hoch. Imagine, du musst einen Tempel. Gibt es mehrere von denen oder was? Von diesen großen hier? Das sind die nervigen Lieder in der Gegend, wa? Auffrischende. Das ist gar nicht. Ist für Schurke. Oder ich glaube, das ist bei dem Filter. Dass die Legendären immer angezeigt werden für jeden Schaff, falls du nochmal twinken willst oder so. Schätze ich mal. Sind wir zum fetten Laser, aber die explodieren auch krass. Dir noch krass hier. So viele schöne Gänge. Wenn die AOE weg ist. Ah, das ist safe irgendein Boss-Scheiß, wenn bei so verwinkelten Sachen ist immer wild. Der mittendrin steht. So, Zauberschaden, irgendein Ding, durch Nester. Wieder 5 Trankslots. 45 gegen 45. Können wir mal schauen, wie wir den aufnehmen, durch Nesten. Was ist jetzt da besser? Mehr Gesundheit, wieder schnell erhöht, Feuerschaden, Freeze Rate Multiplikator, weniger Mana-Ringe zu weniger LP-Ringe, die Gesundheit. Minus 12% vom Trank. Weiß ich nicht, Alter. Aber das ist einfach nur ein scheiß Splitter. Oh, der hat mehr Schaden als meiner, oder? Bei Betäubungschance. Geschickter Großhammer der Graupel. 82, 78, 3. Aber gar kein Zauberschaden mehr. 94% Schaden im Laufe der Zeit. Kritischer Treffer 89. Da ist irgendwas mit Rang 1. Da ist irgend so ein Zeichen. Das irgendwas mit dran. Ich habe aber gar keinen Zauberschaden mehr. Ist halt auch irgendwie. Aber der Bild skaliert ja auf nicht Zauberschaden. Ich glaube, diese Explosion ist da auch Zauberschaden, oder? Und das ist halt mein Main Spell, der carried. Jo. Nee, ich habe falsch gedrückt. Panik vor lauter. Oh mein Gott. Ich suche nach irgendwelchen Fuzzis hier.
Der wieder. Schönes Relikt. Götze, Chancenstand, Trefferschutz erhalten. Kälteschaden. Was genau mache ich mit dem Ding? Relikt? Kommt da rein? Nee. Die Götze hier ist was für mich? Schutz erhalten beim Treffer. Aber welche nehme ich dann raus? Gesundheit, Gesundheit. Prost. Mich da echt mal wirklich einlesen. Ich hoffe, dass ich nach einer Zeit das alles richtig peil. Dass ich genau sage, hey, oh geil, das Item ist gut für mich, das ist schlecht für mich. Okay, ich hätte einfach rechts gehen sollen. Habe ich mir schon gedacht, aber egal. Ich dachte, ich mache noch ein ganzes Level bis zum Bosskampf. Und dann ein Video anschauen, was man dann so macht. Wegen Grind dann später. Wäre geil, zumindest mit einem Char, ob ich das ganze Gear kriege. Ups, ob ich das ganze Gear kriege, was da steht, weiß ich nicht. Aber zumindest ein Teil wäre. Oh, das ist noch ein Bossraum. Wieder so eine Uschi, die irgendwelche komischen Himmelslaserstrahlen macht hier. Und der auch schlecht weg kannst. Die lebt ja noch, oha. Okay, das ist hart hier. Wie viel Schaden macht das hier, hey? Betritt den unteren Tempel. Boah, war ja auch so bei dem anderen Boss. Oberen Tempel, unteren Tempel. Irgendwelche Höhlen oder so. Jo, das ist nicht so eine nette, oder? Glaube ich. Ich habe meine Main-Gestalt nicht. Jo, ich habe meine Reaper-Form nicht. Jetzt halt. Wie viel kommen denn noch? Jetzt habe ich alles Reaper-Form und das Ding hier. Okay, erstmal ihre Ärzte. Oh mein Gott, was kommt denn da noch? Erstmal ihre Ärzte und dann sie oder was? Ist ja krass, wenn ich gar keine einzelne Form oder gar keinen Cooldown habe, bin ich halt RIP. Oh, das ist eine größere wieder. Das, die hatten wir schon mit so einem komischen, Satellit von oben hier. Ich habe wirklich viel Platz zum Kämpfen. Ist echt. Okay, keine Gestalt, nichts. Habe ich Gestalt kommt. Okay, das war glaube ich nur so ein Start-Event, wa?
Spottet sie sich weg? Oh, die machen viel AOE auf. Also AOE ist halt, glaube ich, Main in dem Spiel. Ist einfach nächste Ebene, ne? Oh mein Gott! What do you think you're doing, my beautiful vessel maiden? What do you think you're doing, my beautiful? I refuse to be your sacrifice. I refuse to be your sacrifice. Rage is unbecoming of you, child. Okay. This is not rage. For millennia, that is not rage. The maidens have died so you could live. Now feel the unending abyss of their despair. What? What are you doing? What are you doing? Why don't you show our guest the torment that now fills you? What's happening? What happening? Oh mein Gott, und ich bin direkt hier. Stelle Massager. Hi. Und ich muss jetzt da runter, oder was? Oh mein Gott, das wird Bosskampf. Können wir leveln vorher? Können wir leveln? Ich bin ein kleiner Schisser. Lass leveln, guys. Ups. Harvest Lich King. Yo, Passives. Let's go. Let's go. Where are we now? Where are you now? Dude. Hier, Lich King. So. Nein, stopp, es geht hier weiter. Ich will immer das gehen, aber es geht. Achso, warte mal. Wow. Wir sind hier bei 2 von 5 Händen hier. Also 5-mal die Hand und dann das drüber. Dann das drüber 10-mal. Yeah, okay. Was macht das? Mehr Ins und aktuelle Gesundheit pro entzogen. Okay. Habe ich. Dann nochmal Passive, dann machen wir S für Skills. So, einmal The Flutsch. Einmal den Fluch hier. Der ist auch bis zum Ende. Da sind wir bei 17 Punkten. Hier. Das Ding da. Ja. Knochenfluch hat eine Chance, die Rüstung des Gegners zu verringern. Klingt gut. Dann gehen wir Sensenmann hier. Zack. Da sind wir auch bei 17. Drrr, zack. Da müssen wir das Ding da auf 3 bringen. Hier, das da. Zack. Reperform. Da sind wir natürlich auch bei 17. Oder? Ja, überall. Drrr, ich habe nämlich hier Refresh, deswegen ist es weg. Das hier auf... Das haben wir schon auf 4. Habe ich. Dann das auf 2 von 3. Zack. Habe ich. Nächstes. Diese nette Dame hier mit dem Blinzeln. 17. So, da sind wir. Rüstung haben wir 3 und dann noch dann die Knochenrüstung 1. Gewehrknochen, gewährt Rüstung und verringert erlittenen Schaden. Hält 4 Sekunden und 10 Sekunden Abgehenzeit. Okay, gut, dass das Knochenrüstung gewährt. Passt. Dann haben wir noch hier unser schöner AOE. Da sind wir auch bei 17. Da sind wir bei der. Wir müssen diese Sense da unten machen. 1 von 3 dann. Dann sind sie 2-mal. Zack, was macht die? Kennen wir noch gar nicht. Wir müssen noch hier rein nochmal. Zack. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles. Na dann. Boss. Boah, ich hab so Schiss vom Boss wegen dem ganzen Ausweichen machen. Ob ich jetzt die richtige Waffe auch gewählt habe, weiß ich auch nicht, aber ja. Ich freue mich, aber hab Angst. Hallo.
Mach doch Schaden. Ich konnte nicht zuhauen. Was für scheiß Kristall von oben, ey. Hat eine komische Hitbox, sage ich. Wir halten mir alles. Ach so. Oh Scheiße, normale Gestalt bin drin. Oh. Weg! Ich muss das Ding töten. Dann kann ich mich auf sie konzentrieren. Boah, das wird jetzt wieder... Hey, so viele Sachen, die von oben runterfallen. So viele Sachen, die von oben runterfallen. Wir halten mir jedes Porten ihrer scheiß Fähigkeit raus. Nur muss ich trotzdem rangehen und sie hauen. Wichtig ist, dass ich die weggemacht habe, bevor sie zurückkommt. Scheiße, normale Gestalt. Weg! Muss kurz warten. Wieder sehr, sehr mielefreundlich, so ein Boss. Jetzt kein Port, nichts mehr. Boah, wie viele da Sachen immer rauskommen, ey. Digga, schmeiß halt. Lass mich doch auch mal schießen irgendwann. Scheiße, normale Gestalt. Ich warte kurz. Tod ist sie aber nicht, sie war bei 10% Ende. Also war es zu Ende der Kampf. Nächste Phase, oder was? Willst du mich verarschen? Ich habe normale Gestalt, Alter. Okay, das ist jetzt böse. Jetzt bleibt sie hinter mir. Ja, jetzt komm.
Aber normale Gestalt. Das Ding hier. Oh mein Gott, ich habe keinen Heiltrank mehr. Nein! Ich kann halt nichts machen in normalen Gestalt. Fuck man, das ist heftig mit der Skillung. Dass beide Phasen überstehen. Ich dachte, ich hab's geschafft, aber nein. Kein Bock umskillen zu müssen. Ich kann es auch nicht sagen, ich mache irgendwie anders. Ich habe ja die Phase einigermaßen geschafft, aber... Ich kann auch nicht mal an sie ran. So viel Gift und so viele Sachen immer. Ich kann es ja sogar fast tanken. Den weg, raus, raus. Boah, das hat gerade geleckt. Das macht sie da, wo ich bin, egal wo ich bin. Speed. Okay, rechtzeitig. Jetzt macht sie das Ding. Überall Gift. Wo willst du? Okay, normale Gestalt. Ich werde sterben. Meteor. Was ist denn mit diesem Ding hier eigentlich? Scheiß hier loswerden, oder? Vor, weg! Ich kann nicht. Hallo, ich kann Mucke. Ach so, wenn das Ding mich trifft, bin ich gestunt oder was? What? Sie hat sich umgedreht! Boah, sie hat sich umgedreht, Alter. Normale Gestalt. Meteor. Die hat sich umgedreht gehabt, ey. Das ist frech. Beide gestunt jetzt. Und jetzt komme ich aus der Gestalt raus. Das ist halt Arschloch. Jetzt komme ich halt aus der Gestalt raus und muss warten. Ja. Jetzt komme ich halt aus der Gestalt raus. Während dieser Phase. Nicht vorher zu stehen. Scheiße, normale Gestalt. Weg. Oh, Alter. Geht nicht, die prügelt halt auf mich ein.
Kein Heiltränke, Alter, was soll ich denn machen? Was macht sie? Piss dich, sucht sie sich heilen oder? Die hat sich voll geheilt. Normale Gestalt, keine Heiltränke. Bei jedem Hieb bin ich tot. Noch einmal porten, dann bin ich tot. Komm, komm. Na, 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 na. Normale Gestalt, boah. Ich muss halt immer wegblinzeln, wenn sie zu mir herportet, weil dann schlägt sie mich. Nein, 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 jetzt heilt sie sich wieder. Hey, what the fuck? What the fuck? Heil dich halt noch 10-mal. Okay. Digga. Normale Gestalt, scheiße. Oh mein Gott. Jetzt kommt der scheiß Blutdings. Port dich weg. 2, 1, jetzt kann ich. Wo ist sie? Komm her. Oh mein Gott, die Gestalt ist schon fast wieder weg. Weil ich im Nahkampf nicht gegen sie ankomme, Alter. Ich stehe im verfickten Blut. Bin so trocken in der Fresse, ich muss was trinken, ey. Normale Gestalt. Fick dich, Mann, hat der mich irgendwie getroffen mit irgendwas. Ich muss zu diesem Heiltrank da hinkommen, ey, lol. Zack, holt sie mir einen runter. Normale Gestalt gar nicht gesehen. Hat gar nichts geholfen, der Heiltrank. Nimm! Digga! Help! Boah, jetzt oder nie! Boah, bitte nicht noch eine Phase! Please, ich kann nicht mehr!
Was passiert? Ich mach mal laut. Boah, leck mich fett. Das war krass. Einhandstrahlkolben, nein. Irgendwas. Irgendwas und Gold. Split, also nichts für mich. Boah. Komm, ich loot trotzdem das meiste, um es zu verkaufen. Passt nicht ins Inventar? Dachte, ich kann den ganzen Boss-Loot verkaufen. Ja. Scheiße. Egal, lass gut sein. Summoning dark powers. Not a bad idea, but your execution of this little rebellion is horribly messy. Let me check. This would be so much easier if you had died with her. No matter. Ey, das wäre einfacher, wenn ich mit dir gestorben wäre. Was für ein Arsch. Ja, ich hoffe, es ist over. Orobis. All I needed was the key, and you brought it right to me. The power of the Epoch is mine. Evok Power, klar, Mann. Okay. Geil, 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 geil. Sidequest abgeben. Welcome back. I'm the Epoch. No, farewell, traveler. Farewell, traveler. Noch eine Sidequest hier. Yes. Oh. Do you feel it, traveler? Ja, ich fühle es. Wer ist das? Das ist Orophis. Oha, epische Szene, wirst du dich da zusammenschweißen. Binding title. Oh oh. Was kann das sein? A path is slipping beyond your reach. Your fate is set. And it always ends with me. Come. Ist ja okay, dann ist halt mal bei dir ein abgeschlossenes Ende. Ist doch alles gut. Monolith. Das ist das Endgame, oder? That fought against their faith. Okay. But no matter their sacrifice. Oh, ich zitter voll noch von dem Boss. They fell. Champions, Empires, Gods. Champion, Empires, Gods. In the end, aberrations. There is no escape from the void. There is no escape. From me? Boah. Okay, können wir da leiser machen. Strong. Jetzt schauen wir erstmal doch nochmal ganz grob durch. Das mit der Waffe bin ich nicht sicher, aber ich gebe die einfach ab. Ist egal, ich krieg schon irgendwann eine andere. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ah, schau mal an, auch 82, Nahkampf schon. Multiplikator, das ist doch fast besser für mich, das Ding. Wegen Schadensmultiplikator. Weil das Hauptteil hier, Gear hat auch Schadensmultiplikator hier. Warum ist denn das jetzt wieder anders? Starting Gear. Achso, Starting Gear, Advanced Gear. Das habe ich nie gesehen. Starting Advanced Gear, Endgame Gear, Biss Gear. Yo! Ich habe nicht gesehen, dass es noch hier Options gibt. Advanced Gear. Melee Crit. Endgame Gear. Melee Crit. Biss Gear. Melee Necrotic Penetration. Minion Necrotic Penetration. Ja, Penetration wild. T20.
bin, glaube ich, jetzt beim Dwarnski, aber ich glaube, dass das besser ist. Der Multiplikator. Warte mal, das ist. Ach so, warte mal. Das ist das sogar stärker, was ich ausgelöst habe. Aber 80 Nahkampfschaden. Machen wir das an 30. 78. Wird schon hinhauen. Zwei Rüstung, Ausdauer, Vitalität, 50% Gesundheit. Zauberschaden. Rüstung. Götze, Chance, Schutz. Die Schutzverfall, Trankslots 4. 82. Betäubungschance. Aber Ankampf, Nahkampf, Angriffsgeschwindigkeit fühle ich. Das ist halt schon wichtig, dass ich schnell drauf hau. Erhöht die Nahkampfsangriffsgeschwindigkeit. Das ist halt das, was ich halt auch brauche. Rüstung, Mana. So viel Ding. Bewegungstempo, Elementarwiderstand, Vitalität. Aber ich recke weniger Leben, ne? Aber ich habe mehr Leben. Geschicklichkeit, Einstimmung, Rüstung, sondern. Aber viel langsamer erreckt, hä? Da bin ich mir wie immer nicht ganz sicher. Aber ich werde das behalten und das behalten. Und dann Rest verkaufe ich da mal und schau was. Mal sehen, was wird. Hm. Was wird. Okay. Kranke Scheiße. Was ist denn eigentlich hier wieso ist denn hier irgendwelche Vergangenheit? Wer ist das? Die, auf bald. May a Terra guide your travels. Hier ist doch irgend so ein Vergangenheitstyp. Hä? Wer ist das? Die, auf bald. What brings you here? Ich dachte, hier kann ich immer irgendwo hinporten. May a Terra guide your travels. Okay. Das Ende der Zeit bin ich jetzt. Der Monolith des Schicksals. Jetzt testen wir das hier. Entdecke den Zeitlinienleiter. Oh. Den Zeitlinienleiter. Okay. Jo. Okay, kann man schon mal speichern hier? Zeitlinienleiter. Erobere die Quest-Echos der Zeitlinie. Quest-Echos. Gesperrt 80 Stabilität und 6240. Echo-Information. Seltene Gegner 35% erhöhte Schaden- und Schadenswirkungen. Spielercharakter-Modifikationen 10% erhöhte Geschwindigkeit. Gegenstand-Seltenheit erhöhte Erfahrungs. Runen. Zeitlinie-Stabilität. Zeitlinie-Stabilität. Und hier? Stufe 58, Stufe 58. Yo! Was zum Teufel ist das alles? Und hier? Achso, da darf ich nur nicht hin. Und hier auch nicht, oder? Okay. Monolith des Schicksals. Stufe 58. Was bin ich überhaupt? 59, gut, dann passt es ja einigermaßen. Und ob mein Gear richtig ist. Also ist es egal, welche Richtung? Kann ich beide Richtungen machen? 5% Erfahrungsgewinn, 10% erhöht, 10%. Das scheint irgendwie schwerer zu sein. Ich mache einfach mal starten. Okay, Monolith. Was auch immer das jetzt genau ist. Okay, ich krieg jetzt hier irgendwas.
Wieso kriege ich jetzt irgendwas am Anfang hier? Zauberschaden, Zauberschaden, erhöht Mana. Was ist das hier? Nahkampfschaden, nichts, was jetzt so krass ist irgendwie. Ach, rüstet man mich damit aus? Weil ich jetzt hier drin bin, oder was? Zauberschaden, Nahkampfschaden. Okay, ist jetzt nichts, mit dem ich was anfangen kann, leider. Schauen wir mal. Auf jeden Fall machen die nicht wenig Schaden hier. Und ich mache auch nicht so viel Schaden. Die reißen mich fast aus der Gestalt jedes Mal raus. Ach, hier steht. Was ist denn die Quest hier? Versiegle Stormgate. Bin ich hier? Monolith des verstoßenen Falls. Ach, hier gibt es irgendwelche Dings da. Das Töten für einfach einen Bonus. Okay, das ist. Ich habe normale Gestalt. Scheiße, jetzt. Ja, wo tut er sich denn hin? Irgendwie am Arsch der Welt oder was? Lass mich den doch mal töten, damit ich hier looten kann hier. Okay, was ist das? Nahkampfschaden 86, Chance auf Treffer. Okay, der ist ja schon mal mehr für mich. Der ist, was ist das? Tankslots 4, Giftresistenz, Kälte wieder 4. Schlüssel zum temporalen Sanktum, da war ich ja auch noch nicht. Okay, das ist anscheinend so eine Inni oder was? Ist hier Bono? So muss ich da. Aber ich muss Gegner gleichzeitig machen, mehrere. Ach so, deswegen. Wenn ich gleichzeitig mehr Gegner töte, dann anscheinend erhöht sich irgendwas. Aber die sind ja sau schwer, die Gegner. Wie soll ich die denn die töten? In einer gewissen Zeit, oder was? Schon, dass sich der Tod hier holen wird bei dem Ganzen. Dem ganzen Chaos hier. So, nee, das ist nicht auf Zeit, das ist nicht gleichzeitig, das ist halt einfach so. Ich dachte, es wäre in einem Rush, muss ich die töten. Gibt's aber nicht gut Levelpunkte, oder? Gibt man hier keine. Okay, normale Gestalt, wild. Na, sagen wir mal kurz auf den Weg auf. Okay, Echo erobert. Durch das Töten von Feinden halten. 9 von 10, Bonusstabilität. Portal öffnen. Schwimmen wir mal kurz hier. Portal öffnen, benutze das Portal, um weiterzureisen. Okay, muss ich? Oder kann ich hier noch. So ist mir nicht, okay. So, Portal öffnen. Yo, dann geht's hier weiter.
Quest abgeschlossen. Ist jetzt hier? Da kriege ich irgendwelche Runen. Erobere die. Okay, jetzt kann ich hier verkaufen oder irgendwelche Sachen reintun. Okay, das ist krass. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich behalte, gell? 86 Nahkampfschaden, meine hat 82, aber ich schlage mit meinem schneller. Zauberstab, 78. Die sind ja alle so heftig vom Loot, ja. 56. Wenn ich jetzt hier das anziehe, warte mal. Ne, ich will schon 5 Trankslots. Ich tu mal kurz den Schlüssel hier hin. Habe ich nicht, ich habe doch schon 2 Schlüssel rein. Das tue ich auch mal hier hin. Yes. Wirkt wild diese Gegend hier, sage ich, wie es ist. Okay. Take care. Aber ich hatte nicht alles fertig gemacht laut dem Ding. Ach, Lütten, das scheint auch gut zu sein, aber es ist das für mich, ja. 51, 51. Vitalität, erhöhte Lebensvitalität, aber plus 1 Marksplitter. Erhöht die Gesundheit, LP-Regen. Ausdauer verringert, ausweichend Vitalität. Ist halt schon geiler, dass ich schneller Leben reck. 1-1. Ich nehme jetzt mal das hier. Okay, aber gleiches Level. Okay, ich check noch nicht genau, was ich hier mache, aber ich habe anscheinend das eine geschafft und kann dann zum nächsten. Jo. Ist denn die Story vorbei oder was? Ich sehe keine Main-Quest mehr, aber ich hatte in diesem einen Dorf noch Quest anzunehmen. Jetzt mache ich einfach mal hier weiter. Aber ich brauche ja viel mehr Schaden, um mir gut durchzukommen. So, ich muss andere Richtung auf dem Weg. Das Ding ist, wie kriege ich denn Bonusstabilität? Durch das Töten von Feinden. Also, ich muss vielleicht alle töten, oder wie? Aber was ist denn... Also, Gegner haben 30% erhöhten LP, erhöhte Gegenstandsseltenheit und 12% Erfahrungsgewinn. Okay. Okay, scheiße, normales Ding. Normale Gestalt, wild. Piss dich. Mal kurz schauen. Einhanddolch brauche ich nicht. Okay, vielleicht sollte ich doch alle machen oder so. Ich will mal dieses Ziel da hoch bekommen und dann schauen, was das bringt. Das geht nicht um Zeit, glaube ich. Was auch okay ist. Ich bin kein Freund von Zeitsachen. Mobs haben auf jeden Fall erhöhte HP. Irgendwelche Buffs und Debuffs. Normale Gestalt wild. Na, zu wenig. Warum blocken hier so low Sachen eigentlich? Ich
tue irgendwelche Zeitrisse oder so stabilisieren. Oder irgend sowas. Mit dem, wieso läuft denn der weg? Bin ja gespannt, ob es bei diesem Ding hier ein Endboss gibt. Und ich frage mich, darf ich hier sterben? Ich meine, ich versuche mal so zu spielen, dass ich nicht sterbe. Aber man kann halt mehr oder weniger Risiko eingehen, wenn man es halt weiß oder nicht weiß. Auch interessant, dass man nach jedem so Zwischenschritt gibt es dann Händler, wo man eigentlich die Sachen verkaufen kann. War es ja klar, dass man viel lootet. Wie wenig der Nahkampfangriff halt verringert, ist krass. Halt fast gar nichts. Ja, ich muss dahin, aber ich wollte halt schon dieses 22 mal voll kriegen. Vielleicht gibt es ja dann noch einen Bonus oder so. Ich habe halt normale Gestalt. Die kommen eh alle hinter mir, oder? Egal was ich mache. Kann ich hier noch ein bisschen Loot sammeln? Kann ich mal hier hingehen? Jetzt habe ich 19. Ich glaube, ich kann es doch noch danach machen, ne? Nach dem Abschluss. Hier ist irgendwas. Echo erobert. Okay. Ich würde aber gern... Ich habe... Mir fehlt noch ein bisschen was. So, ich habe ja die hier stehen lassen. Auf dem Weg zumindest hier ein...